Da oben läuft irgendwas. Habt ihr das gesehen? Da ist Staub von der Decke gekommen. Über uns ist was. Über uns ist was. Scheiße. Loch in der Wand, zeig mal her. Ob da irgendwas aus dem Boden rausgekommen ist? Don't stop talking, Doctor. Got to get to that radio. God damn it. I need to get in there. Wir haben neuen Dings. Also wir müssen hier zu diesem Radio. Ah, Öl für unsere Lampe. So sehen die Dinger eigentlich also aus, okay. Nicht gut ist. Was heißt das? Wie fülle ich denn die Öllampe auf? Ich habe doch Öl eingesammelt. Boah, das heißt nichts Gutes. Warte mal. Inventar, hier. Öl für die Öllampe. So. Boah, wie ja, hier ist irgendwas. Scheiße, ich dreh gerade. Oh mein Gott. Could be. Bite marks too, see? Hyena maybe. A damn big one. Didn't finish its meal. Naja, ich glaube, eine Hyena hat den nicht zerfleischt. Das war was anderes. Oh oh. Oh Mann. Ich habe Angst, um die Ecken zu gucken. Was ist das? Federarm, Bettgestell, Drehbank. Okay, gut, dass es eine Waffe ist, das wahrscheinlich. Oder sowas ähnliches. Oh, was heißt denn das jetzt? Scheiße, jetzt geht mir langsam die Pumpe. Ich glaube, jetzt geht's langsam los. Oh, ich habe aber auch gar keinen Bock jetzt zu sterben oder irgendwie sowas. Ich weiß halt nicht, ob das Licht uns irgendwie verrät oder so. Haben wir kein Öl mehr. Och man, die ist leer. Sag doch was, dass die leer ist. Wir hätten hochgehen sollen, ich bereue es. Oh, was haben wir hier noch? Nochmal irgendeinen Brief oder so. Dr. Anton Metzier. Papiere, Schweiz, gebraucht. Braucht ein Visum, reist von Basel. Ja, ich weiß halt nicht, die Informationen über die. Oh, aber doch, die bringen schon so ein bisschen was. Yeah, he seems okay. Between you and me, I think he's a drinker. Maybe they sent him out here to dry out. Hätte ich's mal. Oh ja, hätte ich's durchlesen sollen. Egal jetzt. Oh Mann. Hä? War die vorher auch schon zu? Warte mal. Fang mal an hier. Hallo? Oh, du bist's nur. Scheiße, ich gehe erstmal nach hoch. Wo wir vorhin. Oh! Was war das? Was war das? Oh, hab ich mich erschreckt. Hallo? Hm? Guck mal, hier eine Lampe anzünden. Mach an. Psst, sei doch mal ruhig. Streichhölzer. Ich höre Schritte. Weg da, ich bin bewaffnet. Hopp. Habt
ihr das auch gerade gehört, Mann? Da waren so Schritte gewesen. Was ist das? Fordere Verstärkung an dringenden... Aha, das sind okay, das sind so Morsebefehle. SOS. Ich will hier raus. Ja, jetzt sind wir hier hoch, aber hier ist ja... Oh mein Gott. Ist da irgendwas? Scheiße, Alter. Och man, ich hab so das Gefühl, oh man, was, wieso bin ich denn jetzt hier hochgegangen? Hier ist ja nix. Was haben wir hier noch? Irgendwelche Befehle? Fordere Transfer... Crop D, Brevis Stop, HPETR. Oh Gott. Muss ich das alles lesen? Nee, gell? Lieferverzögerung inakzeptabel, sofort senden, Stopp hat. Oh mein. Hab ich was hier? Nee, wir müssen wieder runter. Ey, ich hab grad eben Schritte gehört, Mann, gell? Sei doch mal ruhig! Wie viel Streichhölzer haben wir noch? 5. Haben wir Öl? Nee. Nimm den Affen, nimm ich. Ich will den Affen, geht nicht. Ich hab voll verhängt, dass Amnesia ein Horrorspiel ja ist. Hä? Wieso? Oh Mann. Vorhin habe ich am meisten Angst, dass mir die Streichhölzer ausgehen. Wir müssen da hinten hin. Da oben läuft irgendwas. Habt ihr das gesehen? Da ist Staub von der Decke gekommen. Über uns ist was. Über uns ist was. Scheiße. Ich höre auch irgendwelches Geflüster. Bitte sag mir, ich kann mich wenigstens im Dunkeln verstecken. Was haben wir hier? Mama, bitte sprich mit Papa für mich. Bitte. Er beantwortet meine Briefe nicht. Das ist kein Ort für mich. Die Männer sind grausam. Das Land ist grausam. Ich flehe dich an. Ich flehe ihn an. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um es wieder gut zu machen. Wenn er sich meiner nicht erbarmen kann, dann frage ich ihn, ob er unsere Familiennamen wirklich hier im Staub aussterben lassen will. Meth. Ich mache jetzt Licht an. Alles gut. So, Licht. Licht. Kann ich noch was anzünden? Da. Öl. Was war da noch? Streichhölzer? Nee. Scheiße, ich bin... Oh, komm. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt schon irgendwie sterbe. Als ob die jetzt einfach rausgehen. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt auch schon irgendwie angegriffen werden kann oder so. Was ist das für ein Geräusch? Komm schon. Weg da. Da. Oh, Entschuldigung. Nein, mach doch auf. Oh, mach doch bitte einfach auf. Oh. Nimm's. Licht an. Ich komme halt fast nicht weiter. Mach an. So. Und da oben ist noch eine Lampe. Die machen wir auch an. Zu spät. Hä? Hier war doch noch ein Brief, oder? Ah, hier. Staub und Wüste, schlaffe Fahnen. Ich träume von dir. Rufe deinen Namen. Eine Blume blüht, sie verliert ihren Schimmer. Die Sanduhr läuft aus, ich rufe noch immer. 10 Jahre vorbei, die Zeit ist verronnen. Ich reise heim, mein Kampf ist gewonnen. Niemand wartet schon lange nimmer. Ich finde nur Echos im leeren Zimmer. Wie metaphorisch. Was ist hier? Mach an, mach an, mach an. Das auch, los. Also eins ist sicher, oben ist irgendwas. Für irgendwas. Oh, tschüss. Was war das?
Da läuft was. Aber wo? War noch einer. Mach an! Mach doch an! Ich hab keine Streichhölzer mehr. Zurück ins Licht. Weg da. Und jetzt? Ich habe keine Streichhölzer mehr. Ich hab rumgetrödelt. Ich bin selber schuld. Können wir sterben? Oh. Wieso gibt's immer so einen Windhauch, wo die Lampen ausgehen? Weg da. Hey, verarsch mich doch nicht. Die Asche in der Mut. Ja, ich versuche hier zu kommen. Die Aschende Mutter ist ein Djinn der Heilung und des Beistands in der Wildnis. Sie ist wild und launig und kann nicht herbeigerufen werden. Wenn ihr Mitgefühl geweckt wird, zeigt sie jedoch manchmal Güte und gibt den Sterbenden von ihrem Körper zu trinken und ihren Durst zu stillen. Oder führt jene, die an den weichen Orten wandern. Da ist auch noch was. Was, der Ifrit ist ein Djinn? Aus Feuer und Flammen, die Rache, die einem Mörder gewünscht wird, unerbittlich, unaufhaltbar, der Untergang ganzer Städte. Er steigt aus der Trostlosigkeit empor, aus zerschlagenen Landen, und sein Zeichen ist ein gleißendes Licht. Oh, das ist das Vieh. Er riecht die Lebenskraft seiner Opfer und erfasst sie mit einem brennenden Auge, bis kein Leben mehr zurückbleibt. So wie eine Spinne eine Fliege aussaugt. Ein Dua Allah Masharallah, okay. Ein Bittgebet und wahre Buße sind der einzige Schutz. Also das ist anscheinend so eine Art Djinn. Also für mich ist das einfach irgendwie so ein Dämon oder irgend sowas, was hier rumläuft. Oh Leute, wir sind überfällig. Scheiße, ihr sagt aber auch nichts. Egal, ich mach zwei Parts draus. Ja, aber was mache ich denn jetzt? Mach dem Licht was aus, das wäre richtig. Oh, was ist das? Was war das? Boah, Junge, erschreckt. Hä? Wir sind im Kreis gelaufen. Ich bin wieder am Anfang. Och Mann, ihr sagt aber auch nichts, Leute. Scheiße, wir müssen da wieder rein. Ich will da nicht rein. Aber ich gehe jetzt, ist mir egal. Wenn wir zu lange im Dunkeln bleiben, kriegen wir anscheinend irgendwie. Hier. Genau. Gib mir doch Streichhölzer. Mann, ich hab nix. Ich hab kein Licht oder so. Nochmal zurück zum Licht. Ich mach's aus. Was bin ich für ein Depp? Oh, Streichhölzer. Die können uns jetzt den Arsch retten. Los. Aber das war auf jeden Fall der richtige Weg, glaube ich. Wir gehen jetzt mit eisernem Willen gehen wir jetzt vorwärts. Ist mir jetzt egal. Schon wieder eine Leiche. Da ist dieses komische. Was heißt das? Okay, wir haben irgendeine Kurbel. Mach doch. Mach mal an hier, bitte. Warte, ich will hier unten erstmal alles erforschen. Kommen wir hier rein? Warte mal, weg da. So. Ja,
Das ist nicht schön. Ich höre andauernd Schritte und so. Und ich weiß nicht von wo. Weg. Los. Ich brauche Streichhölzer. Hallo? Oh, Scheiße. Wollen wir hoch? Ja, genau oben waren nämlich die Schritte zu hören. Ich will da irgendwie gar nicht hin. Da ist geschlossen, da kommen wir nicht rein. Ich will aber jetzt nochmal hier lang. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was heißt denn das? Ich muss da rein, keine Ahnung. Zwei Streichhölzer, ich muss die jetzt sparen. Komm schon. Hallo? Komm ran. Ich war immer, wahrscheinlich war ich hier schon. Wir müssen hoch. Wir haben keine Wahl. Wir müssen hoch. Okay. Jetzt bin ich gerannt und ich voll depp hab natürlich jetzt mein letztes Streichholz verloren. Haben wir wenigstens irgendwie Öl für die Lampe? Winde, eine Winde, auf die ein Seil aufgewickelt werden kann. Was ist das hier? Ich schleiche aber. Okay, Leute, ich renne da jetzt nicht hoch. Ja, wir müssen irgendwie zu diesem Funkgerät. Also mit der Winde. Ah, am Anfang war ja dieser Aufzug gewesen. Es wäre so viel einfacher, wenn ich wüsste, dass hier jetzt sicher mal noch nichts auftaucht. Aber das weiß ich nicht. Wo war der Aufzug? Hier, warte mal. Hier. Guck mal. So, so, so. Let's go. Los. Ja, bist du jetzt schwach oder was? Was los, Mädchen? Was fehlt noch? Ah, okay. Ah, warte mal. Komme ich von hier auch dran? Nee. Nicht gut. Ich brauche anscheinend... Ich brauche anscheinend noch ein paar Holzbalken hier. Kann das sein? Guck mal hier. Bringt das was? Komm mit. So. Einfach mal draufgelegt. Als ob das funktioniert. Genau, guck mal. Oh. Nice. Nennt mich MacGyver. Oh, oh, da war was. Da ist was gelaufen. Da ist was gelaufen. Monsternahen Angst. Was? Warte, ich versuche nicht. Was? Ich soll. Was soll ich denn machen? Versuch's doch! Was war das? Ich brauche Licht! Scheiße! Ey, hier sind irgendwelche verdammten Viecher! Mit Öl kannst du deine Lampe... Ja, mache ich! Einen Moment, zack! Zack, zack! Streichhölzer? Komm, mach an. Hier auch, mach an. Mach an. So, nochmal gucken hier. Öl, Lampe. Also der Boden fällt fast auseinander hier. Da stand irgendwas wegen Monster und ich hab's nicht lesen können, verdammt.
Mann! Ich muss viel mehr Lampen anzünden. Oh. Also, machen wir mal zu. Oh. Verwende die Maus. Ah, warte, da stand noch irgendwas. Sicher, wir sind sicher. Okay. Nice. But what was it? What did you see? Miss Triana. I don't know. It was just a shadow. Jasmine? A ghoul. It was a ghoul. Okay. Das erklärt einiges. Dann sind das anscheinend echt Ghule, die hier rumlaufen. Mann, ich. So schnell kann ich das gar nicht lesen, wie das da stand. Muss mir im Nachhinein das nochmal angucken, wenn ich es schneide. Ja. Können wir uns so ein bisschen bewaffnen jetzt hier? Also bewaffnen. Was haben wir hier? Der gute Hauptmann, er muss den gerechten Staatsmann spielen und so tun, als ob die Kehlanern mehr als ein Haufen unzivilisierter Wilderer wären. Ihnen einen Vertrauensvorschuss geben. Er ist ein Idiot. Diese Bagage oben bei Tismend ist schlimmer als die Beduinen. Sogar die Tuareg vertrauen ihnen nicht. Ich erinnere mich an Maxims Geschichten. Sie haben zwei aus Alberts Truppen gehäutet, Salz in ihre Fleisch gerieben und sie schreien sterben lassen. Alles im Namen dieser großen Mutter, die sie anbeteten. Sie setzen ein hübsches Lächeln auf und geben dem Hauptmann bemalte Steine, aber sie sind die schlimmsten aller Teufel. Es gibt nicht viele von ihnen. Wäre ich der Kommandant, würde ich sagen, wir schlachten sie ab und finden später eine Ausrede. Vielleicht machen wir es dann auch so. Okay. Leute, das ist für mich ein guter Platz, um den Part zu beenden. Ich habe einen doppelten Part jetzt aufgenommen. Ich werde zwei Parts daraus schneiden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein positives Feedback von euch freuen. Und ich glaube, jetzt geht's richtig los. Weil jetzt kommen Ghule. Wir sind im Dunkeln mit einer Taschenlampe, mit ein bisschen Feuerzeug. Und ja, bewertet das Video ruhig positiv. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, haut rein. Haltet die Ohren steif, euer Nier und ciao.